Guten Morgen. Wir haben heute den 27.09. und sind ja 11 Kilometer hinter Lyon. Und haben ja gestern Decathlon aufgesucht, weil wir die Luftmatratze ändern wollten. umtauschen wollten. Und haben halt gestern nochmal Tourenplanung gemacht, nochmal neu. Und haben uns jetzt, da ich ja gestern ein bisschen rumspielen musste, wieder meine Tour, hat sich alles verschoben, alles verändert. Und wir hätten jetzt bei Lyon einen Berg vor uns gehabt, der 1500 Meter hoch ist. Ich habe nochmal die Tour geändert. Wir fahren so, wie wir vorher gefahren sind oder gefahren wären, in der Nähe von der Grenze lang. Also ich kann es mal versuchen zu zeigen, mal sehen, ob das machbar ist. Ja, so ungefähr sieht das erstmal aus. Ja, sieht jetzt ein bisschen anders aus wie vorher und unser Höhenprofil ist halt nicht ganz so spektakulär. Das sind halt, ja, erstmal auf, 350 Kilometer halt jetzt, 350 Kilometer halt jetzt erstmal vorausgeplant, weil ich muss ja ständig irgendwas ändern, um zu gucken, ob die Tour passt oder nicht passt. Und erstmal bis zur portugiesischen, also Portugal-Grenze, bis Tui, auf Deutsch gesagt, da wollen wir rüberfahren und haben jetzt erstmal auf 350 Kilometer haben wir 4160 Höhenmeter, ist okay, ja. Höchster Punkt ist 1340 Meter, das ist dieser Berg, den wir vorher hätten gefahren und sieht eigentlich vom Höhenprofil her, kann ich mal so versuchen zu zeigen, so halbwegs jedenfalls, sieht sehr gut aus, also ist nicht so schlimm, wie es vorher war und wir haben ja, wie gesagt, die letzten zwei Tage haben wir 160 Kilometer gemacht, also ich glaube nochmal 70 und 80 sind 160, glaube ich, 160, knappe 160 Kilometer haben wir in zwei Tagen gemacht. Also wir sind richtig gut unterwegs gewesen und haben natürlich gut Fitness tanken können. Das Herz ist okay, das merke ich halt jeden Tag, aber ich nehme jetzt zweifach Blutverdünner, jetzt geht es im Moment erstmal ein bisschen. Ich lebe ja weiter, also solange ich lebe, fahre ich auch weiter. Und heute haben wir uns wieder ein leckeres Kompott gemacht. Wir haben ja gestern Äpfel sammeln dürfen. Und heute haben wir, ich zeig's mal so, unser Frühstück. Ja, da sind Haferflocken, Birnen, Datteln drin. Wir haben ja noch Datteln. Und wir haben uns mal Trinkschokolade geholt. Und die haben wir damit reingemacht und ein bisschen Kokosfett, damit wir gute Nährstoffe zu uns nehmen und Kraft tanken, Fette nehmen. Und haben jetzt schon alles abgebaut. Wir sind schon, also hier haben wir heute noch geschlafen. Ja. Haben jetzt schon alles abgebaut. Die Sonne geht langsam von den Sprühwolken auf. Haben ja viel gesprüht die Nacht. Also, aber heute kommt die Sonne jetzt wieder. Ja, und dann heißt es heute, wie gesagt, wieder Richtung runterfahren, Richtung portugiesische Grenze, also Portugal-Grenze. Und mal sehen, wir haben eine gute Strecke vor uns, also das heißt, wir könnten heute auch wieder Strecke machen, wenn wir wollen. Wir sind ja gestern auch erst sehr, sehr spät los und hätten nie gedacht, dass wir 70 Kilometer schaffen. Wir haben ja gestern knapp 80 Kilometer gemacht, wieder mal. Und sehr erstaunlich, also wie viel wir im Moment schaffen, ist wirklich, sonst haben wir ja einen Durchschnitt von 30 bis 50 Kilometer, jetzt haben wir schon 70 Kilometer bis 80, könnten mehr schaffen, wenn wir früher aufstehen, aber ja, es ist ja auch anstrengend, mit so viel unterwegs zu sein, aber also unsere Beine sind schon gut trainiert, würde ich sagen. Ne? Mal gucken, was wir heute machen, wir haben ja im Moment wenig Zeit für Sightseeing, wir wollen ja unbedingt erstmal nach Portugal. Da wir die an die Westküste lang runterfahren wollen. Wir wollten den Evo 1 fahren, wir wissen es aber noch nicht, ob wir das genau machen, weil die ganze Küste entlang von der Westküste runter ist ziemlich bebaut. Also da Schlafplätze zu finden, wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden. Wir wissen das noch nicht, wir kennen uns ja nicht aus, wir wollen ja draußen schlafen, soweit das eben möglich ist. Nicht auf Campingplätze oder ähnliches. Und wir können halt nicht, wenn da alles bebaut ist, so viel Stadt oder ähnliches. Und gerade auch am Meer wird ja viel geguckt und da ist viel los und viel Tourismus und wissen wir noch nicht, wie wir das machen, wie wir da schlafen. Und wir haben ja auch gelesen, dass in Portugal die Autofahrer nicht ganz so
rücksichtsvoll sind. Man merkt es auch, wenn man jetzt hier Richtung Portugal fährt, wenn die Lkw-Fahrer kommen, die machen nicht so viel Platz wie die einheimischen spanischen Fahrer. Die machen doch schon einen etwas größeren Bogen um uns. Und die anderen, die sind halt eher so, die Portugal-Fahrer sind halt eher so, die schneiden einen schon teilweise und sind halt ein bisschen aggressiver, finde ich. Das wird sich bestimmt in Portugal fortführen. Das haben wir schon so gelesen, dass es da ein bisschen schwieriger ist und gefährlicher auf jeden Fall. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Ja, wir können im Moment nicht so viele Bilder machen, weil wir eh den ganzen Tag Fahrrad fahren. Also es ist im Moment passiert nicht so viel, außer dass wir halt den ganzen Tag auf dem Sattel sitzen und Strecke machen, weil wir vor dem Winter noch die Westküste durchradeln wollen. Ich meine, ja, wir haben noch genug Zeit. Wir schaffen das locker, aber wir wollen nicht in die Regenzeit reinkommen. Und da wollen wir eher schon ein bisschen südlicher sehen. Also wir haben ja dann noch 600, 700 Kilometer, bis wir südlicher sind. Oder Ost, also Richtung Süden auf jeden Fall, von Westen nach Süden. Und wir fangen ja oben in Portugal an und wollen ja dann runterfahren. Aber Portugal ist relativ flach für uns. Und erst weiter unten wird es dann wieder bergiger. Und ich denke, da kommen wir gut voran. Also das sollte für uns kein Problem sein. Wir sind ja jetzt gut eingefahren. So, also wünschen wir erstmal allen Zuschauern erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt das Update. Und ja, wie es heute weitergeht, werden wir sehen. Und ist ja immer alles offen. Wir wissen ja nicht, was passiert. Also lassen wir uns überraschen erstmal. Danke fürs Zuschauen. Einen wunderschönen guten Morgen.